So, schon geht's weiter. Wir sind bei der Erstellung unserer ersten Folienpräsentation. Das letzte Video beschäftigte sich mit einem Überblick über die einzelnen Funktionen in diesem Programmfenster. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Beginnen wir gleich, klicken. Das ist ziemlich selbsterklärend. Tja, auf der Titelfolie wird hier meistens noch eine kleine Einstimmung gegeben. Da können wir also schon gleich mal anfangen. So, da haben wir also ein Textobjekt. Ein Textobjekt kann Texte beinhalten. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten, eine neue Zeile zu beginnen. Entweder mit der Enter-Taste, wenn ich einen neuen Absatz eröffnen möchte, oder mit der Umschalttaste, Enter-Taste, wenn ich nur eine neue Zeile beginnen möchte. Ich nehme jetzt mal die Umschalttaste, Enter-Taste. So, der Vollständigkeit drücke ich jetzt noch die Enter-Taste, um einen neuen Absatz zu beginnen. Auch hier neue Zeile, Umschalttaste, Enter-Taste. So, jetzt habe ich hier zwei Absätze, einmal diesen Absatz und einmal diesen Absatz. Wozu brauche ich das? Wozu muss ich das wissen? Warum drücke ich nicht einfach immer Enter? Na klar, innerhalb dieses Absatzes hier kann ich also den Zeilenabstand zum Beispiel ändern. Wenn ich hier auf die mit der rechten Maustaste Kontextmenü Absatzeigenschaften öffne, dann sehe ich hier unten bei Einzüge und Abstände den Zeilenabstand, der ist jetzt einfach. Ich setze den mal auf anderthalbfach. Und wir sehen, es wird nur der Zeilenabstand im ersten Absatz geändert. So, rechte Maustaste, Absatzeigenschaften öffnen, unter dem Absatz etwas Platz lassen. Ich nehme hier mal 2,5 cm unter dem Absatz. Okay, und jetzt sehen wir, aha, der erste Absatz hat also nicht nur einen größeren Zeilenabstand, sondern ich habe unter dem Absatz auch noch zusätzlich einen Abstand zum nächsten Absatz gelassen. Dieser Absatz ist nach wie vor komplett. Da habe ich also noch gar nichts dran geändert. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch mal noch die Ausrichtung ändern. Nur für den ganzen Absatz, also alle Zeilen dieses Absatzes linksbündig ausrichten. So in der Art habe ich also die Möglichkeit, mit einem Textobjekt zu arbeiten. Bin ich im Textobjekt, bekomme ich hier rechts bei meinen Werkzeugen die Eigenschaften für die ausgewählten Textobjekte zu sehen. Diese Einstellung hätte ich also auch hier vornehmen können für diesen Absatz hier. Ja, kann ich hier den Zeilenabstand ändern, den Abstand hinter dem Absatz ändern und hier kann ich also auch nochmal den Zeilenabstand ändern. Ja. Die Ausrichtung alles für diesen Absatz oder hier oben entsprechend für die ausgewählten Zeichen. Gut, habe ich kein Textobjekt markiert, ich klicke also mal hier daneben, dann bekomme ich beim Werkzeug, beim Eigenschaftenwerkzeug hier die Layouts angezeigt und das wäre also auch der erste Schritt gewesen, das Layout auszuwählen. Ist jetzt hier schon das Richtige ausgewählt, nämlich das Titelfolienlayout. Als nächstes wähle ich eine Masterfolie. Das ist eine Vorlage für die Gestaltung. Ja, zum Beispiel diese. Und die wird jetzt komplett für die Folie übernommen. Ja, machen wir noch gleich die nächste Folie dazu. Rechte Maustaste, neue Folie. Haben wir eine leere Folie. Soll keine Titelfolie werden, sondern eine Folie mit Text. Genau das haben wir jetzt auch ausgewählt. Wir könnten auch zwei Textlisten hier
oder nur eine Überschrift bei Von Bild einfügen wollen etc. hier bringen. Oder zum Beispiel zum Abschluss macht sich dieses Layout sehr schön. Aber wir wollen jetzt kurz einen kleinen Überblick verfassen. Auch hier wieder ein Textfeld, allerdings hier schon von vornherein mit einer Auflistung, mit einer Liste. Und ich möchte jetzt hier Folienpräsentationsprogramme einmal kurz auflisten. Da haben wir also Microsoft im Microsoft Office Paket. Achtung, ich will jetzt einen Unterpunkt machen, deswegen rück ich ihn ein. Das kann ich leicht mit der Tabulator-Taste tun. Ich müsste das auch hier tun können. Einrücken, das ist, sollte hier funktionieren. So. Ja, das ist das MS PowerPoint. Ausrücken geht mit Umschalttaste, Tabulator-Taste. Im LibreOffice ist Einrücken wieder mit der Tabulator-Taste. Eingerückt wird, ja, Tabulator-Taste, das ist das Programm LibreOffice Impress. Und so könnte ich jetzt natürlich für SoftMaker Office, für Lotus Smart Suite, für Corel Office alle möglichen Präsentationsprogramme aus diesen Office-Paketen aufzählen. Möchte ich jetzt nicht vervollständigen. Eine Sache möchte ich noch machen. Es gibt also im World Wide Web eine Seite prezi.com und hier kann man online in einem Browser auch sehr interessante Präsentationen erstellen. Allerdings in etwas anderer Form. Dazu kommen wir später. Gut. Schon haben wir auch die zweite Folie fertig und ich könnte jetzt mit der rechten Maustaste weitere Folien einfügen. Das möchte ich jetzt hier nicht tun. Ich wechsle jetzt in den Gliederungsmodus. Hier sehe ich sehr schön, das kann ich also hier mal zuklicken, die Seitenleiste geht hier wieder auf. Sehe ich hier sehr schön die Gliederung meiner ganzen Präsentation. Ja, und hier kann ich natürlich viel leichter arbeiten. Die Titelfolie hat ja den Titel der gesamten Präsentation zur Überschrift. Die anderen Folien haben nur die Teilüberschriften. Und hier drücke ich jetzt die Enter-Taste, rücke mit Umschalttaste, Tabulator-Taste aus. Wir sehen, es entsteht sofort eine neue Folie. Das Programmfenster, noch eine neue Folie. Ich mache jetzt erstmal die Gliederung weiter. Da können wir also nach dem Programmfenster uns ein paar Informationen zur Arbeitsweise, Fehler vermeiden und natürlich Quellen und Dank. Wie wir hier schon angedeutet sehen, sind dann auch die Titel schon eingetragen. Zum Programmfenster kann ich hier leicht wechseln und da möchte ich natürlich ein Bild hier einfügen. Deswegen nehme ich eine Folie, bei der nur die Überschrift vorhanden sein wird. Hier möchte ich, halt, das war das Falsche, die Arbeitsweise auswählen. Ja, das könnte schon eine längere Liste werden. Vielleicht gliedern wir sie ja in zwei Listen. Das können wir dann alles auch noch Schritt für Schritt tun. Bevor wir jetzt weitermachen, geben wir den Folien noch ordentlichen Namen. Wir sehen hier, ja, Folie 1, Folie 2, Folie 3 ist Standard, rechte Maustaste. Ich kann die Folien natürlich umbenennen. Die erste Folie soll meine Titelfolie sein. Die zweite Folie soll die Folie mit den Programmen sein. Die dritte Folie Programmfenster. Und so kann ich natürlich auch meinen Folien
vernünftigen Namen geben, aussagefähige Namen. Das macht sich dann später auf jeden Fall positiv bemerkbar. So, an dieser Stelle möchte ich erstmal stoppen und euch die Zeit geben, das Ganze einmal nachzuvollziehen.